Was sind für dich als Immobilienmakler die Stufen zum Erfolg? Andersrum gesagt, welche Schritte musst du beachten und welche Ziele vor allen Dingen musst du verfolgen, damit du dich Schritt für Schritt in die richtige Richtung entwickelst? Der erste, allererste wichtige Punkt ist, den du beachten musst, ein Unternehmen, was du aufbaust, und zwar egal, ob du das als Solopreneur tust, also als Einzelkämpfer, oder ob du direkt den Weg gehst, ein Unternehmen aufzubauen, also mit Mitarbeitern arbeiten willst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass ein Unternehmen immer eine gewisse Spannung braucht, ein Spannungsfeld. Ja, also das heißt also, man könnte auch sagen, Push. Ja, also es braucht einfach einen gewissen Druckpunkt, weil ansonsten wird man nachlässig, ja, und die Luft geht raus. Ja, du merkst das vielleicht, ja, du bist gut im Groove, du bist voll drauf und dann machst du eine Pause. Ja, also wenn du zu viel Pause machst, dann ist das einfach nicht schlau. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, ganz normales Beispiel aus dem Leben. Du stehst jeden Tag um, sagen wir mal, 7 Uhr auf und am Wochenende schläfst du aus bis 10. Was passiert? Du wirst dich ganz anders fühlen am Wochenende als in der Woche. In der Woche bist du so richtig on track, ja, du bist voll drauf. Und am Wochenende wirst du so ein bisschen, ja, ein bisschen groovy, ein bisschen lockerer, lässt es ganz easy angehen. Und ich glaube, das hat schon jeder mal erfahren, dass man am Ende des Tages dann an so einem Wochenende auf einmal so irgendwie sich so ein bisschen lost fühlt, ja. Und eine Sache, das kennt man aus dem Spitzensport zum Beispiel, ist zum Beispiel ein Tour de France-Fahrer, jetzt tun wir mal das Doping weg, ein Tour de France-Fahrer, der 3 Wochen lang Vollgas gibt, der hat regelmäßig an den Montagen gibt es den sogenannten Ruhetag. Aber du glaubst doch nicht, dass die Radfahrer an dem Montag nichts tun, sondern dann sitzen die auf dem Fahrrad, auf dem Laufband. Ja, also auf der Rolle und trainieren locker oder machen eine lockere Ausfahrt. Das nennt man sozusagen aktive Erholung. Ja, und das ist etwas, was du als Solopreneur oder als Selbstständiger brauchst. Ich sage nicht, dass du permanent hasseln musst, ja, bis der Arzt kommt, ja, sondern natürlich darfst du auch mal ein bisschen chillen. Natürlich sollst du auch die Freuden und die Freuden des Erfolges genießen und auch Spaß haben. Das ist natürlich ganz klar. Aber vermeide es, komplett Extreme auszuleben. Also extrem hasseln und dann extrem das, in die Ruhe reinzugehen, weil dann flitscht es dich voll weg. Ja, und das kann eigentlich nicht sein. So, das nur mal so als kleines Intro. Jetzt schauen wir uns mal an, was sind denn so die einzelnen Schritte? Also nehmen wir mal an, du startest jetzt. Was ist das erste und allerwichtigste Ziel, was du als Makler verfolgen musst? Und das schauen wir mal hier an, die Stufen zum Erfolg. Ja, ich gehe mal hier so ganz easy locker rüber und dann gehen wir mal so die einzelnen Treppchen wirklich durch. Also der erste Punkt ist hier unten, das ist nämlich deine Pipeline, die du aufbauen musst. Ja? Die Pipeline, ja, aus Akquise, Einkauf und Verkauf. Ja? Also das schreiben wir mal hier rein. Akquise, ja, dann EK und Verkauf. Ja, das ist das Allerwichtigste. Und das hat einen ganz wichtigen, ein oberes Ziel, nämlich Geld verdienen. Ja? Warte. Geld verdienen, das ist das alles Wichtige. Ja? Geld und Umsatz. Ja, damit du nämlich am Ende des Tages, und da wollen wir darauf hinaus, dass du geilen Scheiß machen kannst, ja? Weil wenn du viel Umsatz machst, wenn du wirklich ja, Geld verdienst, damit meine ich nicht einmal im Monat, ja, sondern regelmäßig Geld verdienst, dann wird es dir gut gehen. Und immer wenn ich jemanden frage, zum Beispiel Mitarbeiter einzustellen, ja, dann haben die Leute Angst davor, weil das kostet ja Geld. Und dann stelle ich eine Frage: Hey, wenn du jetzt 1 Million Umsatz machen würdest, hättest du dann auch damit ein Problem? Und dann kommt: Nö. Und genau das ist das Ziel, was wir hier unten haben. Die Pipeline, die sorgt dafür, dass du immer wieder rundlaufend Objekte akquirierst,
Alleinaufträge machst und die Immobilien verkaufst und damit Geld verdienst. Dann kommt die nächste Stufe. Ja, die nächste Stufe. Ja, und das ist die Stufe, wo du anfängst, hier die ersten, den oder die ersten Mitarbeiter. Weil du brauchst sehr schnell Hilfe. Weil wenn das hier funktioniert, wenn das hier läuft, dann brauchst du einfach Hilfe. Und hier, vertrau mir einfach, glaube mir, auch wenn du mich noch nicht so gut kennst, der Punkt ist, das Thema Mitarbeiter, es geht nur darum, dass du Wissen erlangst, dass du weißt, wie es wirklich geht. Wie findest du die richtigen Mitarbeiter? Wie stellst du sie ein? Wie arbeitest du sie ein? Wie führst du sie? Wie schulst du sie? Wenn du das weißt oder andersrum gefragt, mal angenommen, du wüsstest das alles und du wärst da 100% sicher in diesem Thema, würdest du es dann tun? Ja, natürlich würdest du es tun. Das Einzige, warum du es nicht tust, sind zwei Dinge oder drei Dinge. Erstens, du hast nicht das Geld. Zweitens, du hast nicht die Arbeit. Und drittens, du weißt nicht, wie es geht. Ja, und jetzt drehen wir den Spieß um. Nehmen wir mal an, du weißt, wie es geht. Du hast die Arbeit und du hast das Geld. Würdest du es tun? Ja, natürlich tust du es. Du tust alle Dinge gerne, die du kannst. Und das bringen wir dir natürlich bei. Also ist das der nächste Schritt. Die ersten Mitarbeiter einstellen und das hier weiter antreiben. Ja? Und dann kommt hier als nächste Stufe, ist sozusagen wirklich Unternehmer. Also den Schritt vom Makler zum Unternehmer. Makler zum Unternehmer, ja, das ist die nächste Stufe. Und dann kommt die letzte Stufe sozusagen, das ist die Dominanz an deinem Standort, ja, also dominiere dein Gebiet, dominiere deine Gegend, dominiere deine Region, ja, dupliziere dich, ja, also bau dich richtig auf, so dass mal in ganz groben Schitten das, wo wir oder wo du hin musst als Makler. Ziel 1, Geld. Ziel 2, die ersten Mitarbeiter oder den ersten Mitarbeiter. Schritt 3, vom Makler zum Unternehmer. Ne? Also das heißt, da gehört alles mit dazu. Und dann Marktdominanz. Und das nächste hier unten, auch von der Pipeline, gibt es auch unterschiedliche Stufen. Hier machst du die Grundlagen, die Dinge, die funktionieren. Hier verdienst du Geld. Ja, und da kannst du dann dein Marketing nach oben schrauben und mehr Geld investieren in Marketing. Hier kannst du die nächste Marketing-Rakete starten und hier oben dominierst du auch da wieder komplett den Markt. Ob digital, online oder offline, spielt gar keine Rolle. Das heißt, die Ebenen gehen einfach mit. Was ich dir sagen will, am Ende, will ich dir eins sagen, du musst dein Unternehmen auf jeder Stufe transformieren bzw. weiterentwickeln. Das ist das Wichtige. Ja, das heißt, jede Stufe hat seine Besonderheiten und deshalb ist Transformieren oder Transformation, deine persönliche Weiterentwicklung zu einem neuen Zustand, immer sehr, sehr wichtig und nicht stehen bleiben und nicht verwalten, weil dann geht der Druck raus und wenn du stehen bleibst, machst du Rückschritte. Wenn du Rückschritte machst, machst du eigentlich Schritt für Schritt die Sachen kaputt. Und was auch wichtig ist hier bei diesem ganzen Spiel ist, dass du mal ein paar Jahre lang dich einer Sache wirklich widmest und dich auf eine Sache konzentrierst. Und wenn du das machst, das erfährst du bei mir. Buch einfach hier unten drunter kostenfreies Erstgespräch. Vor allen Dingen lass ein Abo da, dass du kein Video mehr verpasst. Und vor allen Dingen schreib gerne in die Kommentare rein und lass ein Like unter diesem Video da und folge mir auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, und wo du mich sonst noch so findest. Ja? Und ich würde mich freuen, dich bald persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin.